Rebecca, man schätzt, es gibt ungefähr 15.000 Lobbyisten hier in Brüssel. Mindestens, so genau weiß man es nicht. Wir haben in den letzten Wochen zwei Fälle von sehr intensivem Lobbying erlebt. Zum einen bei der neuen Tabakrichtlinie, zum anderen bei der Festlegung von den neuen CO2-Grenzwerten für Pkw. Ist dieses Lobbying, ist diese intensive Lobbyarbeit ein typisches Problem für die Brüsseler EU-Institutionen? Ich glaube, wenn Lobbyinteressen zu stark und intransparent stattfinden, vertreten werden, das ist dann ein Problem für alle, die die Gesetze machen, egal ob die in Brüssel Gesetzgebung verantworten oder in den Mitgliedstaaten in Berlin, Paris oder Warschau. Die Pkw-Debatte, dieser Pkw-CO2-Streit, der zeigt aber, dass es besonders krasse Entwicklungen gibt und dass eine Bundeskanzlerin zugunsten eines deutschen Automobilunternehmens Gesetzgebung anhält, stoppt, ein abgeschlossenes Verfahren blockiert. Das ist wirklich ein Höhepunkt dessen, was ich mit sogenannter Lobbyarbeit und Lobbypolitik hier erlebt habe. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also wie gehen so Lobbyisten denn vor hier im Europäischen Parlament, aber vielleicht auch bei den Mitgliedstaaten? Wie schaffen die es, dass ihre Interessen immer wieder dann auch in der europäischen Gesetzgebung landen können? Also erstens, es gibt ganz legitimes Vorgehen, das zum Teil auch von uns Abgeordneten benötigt wird, das wir auch einfordern. Wenn ich ein Gesetz mache, das in die Interessen von Unternehmen, meinetwegen der Automobilindustrie oder die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen reinregiert, dann brauche ich eine Konsultation, bevor ich die Gesetzgebung abschließe. Ich muss wissen, was für Folgen Gesetzgebung hat. Ja, ich muss die auch verantworten können. Ich brauche da eine Abwägung. Dafür laden wir Abgeordneten immer die Leute, die wir zur Meinungsbildung brauchen, die laden wir ein. Also ich treffe sowohl Vertreter von Autokonzernen als auch Vertreter von Umweltverbänden. Ich treffe mich mit Gewerkschaftern, wenn es um soziale Debatten geht. Ich treffe mich aber auch mit Ärzten und Kinderärzten, wenn es darum geht, Lebensmittel zu deklarieren oder die Tabakrichtlinie abzuschließen. Je transparenter die Willensbildung, die Meinungsbildung ist, desto besser. Aber wann wird es dann problematisch? Problematisch ist es, wenn die großen Lobbyverbände, wenn die also massiv das Parlament insgesamt bearbeiten, wenn einzelne Abgeordnete zu Targets, also zum Ziel der Lobbystrategie werden. Das hat man bei der Tabakrichtlinie durch die Veröffentlichung von Philip Morris Papieren eben sehen können. Und wenn die Arbeit eigentlich nur zum Ziel hat, den Abgeordneten den Willen und die Strategie, die Ziele der Unternehmen aufzudrücken. Wenn die Lobbyverbände, wenn die mit Hunderten, mit Tausenden hier in Brüssel aktiv sind in einer heißen Phase der Gesetzgebung und den Abgeordneten am liebsten ganz die Arbeit abnehmen, die Änderungsanträge, damit die Gesetzestexte selber schreiben. Was kann man dagegen tun? Was muss sich ändern? Was fordern auch die Grünen, um diese Art von Lobbyarbeit, die dann eben zu einflussreich wird, einzudämmen oder sogar zu verhindern? Man braucht unbedingt ein strenges Lobbyregister. Und ich finde das wirklich nicht banal, ja, dass die Abgeordneten sich dazu bekennen, dass sie ihre Kontakte zur Lobby während der Gesetzgebung, für die sie verantwortlich sind, dass sie die wirklich beschränken auf die Lobbyvertreter, die in diesem Register des Parlaments akkreditiert sind. Wie machst du das persönlich? Also wie schaffst du diese Abwägung zu treffen? Welchem Lobbyisten in Anführungsstrichen kann ich vertrauen? Wo kriege ich jetzt einfach gute Informationen her? Und wer verkauft mir gerade ein Schwein für eine Kuh? Das Wichtigste ist, dass die Abgeordneten, die als Berichterstatter für das Parlament insgesamt ein Thema vorbereiten, die Entscheidungen vorbereiten, dass die sich wirklich mit allen zusammensetzen, für die die Gesetzgebung relevant ist, für die das Folgen haben kann. Das heißt,
wenn ich für die CO2- und Autorichtlinie zuständig bin, dann suche ich mir einerseits Unternehmen, die bestimmte Bereiche repräsentieren. Also ich spreche mit einem Unternehmen, das die großen schweren Autos hauptsächlich herstellt. Ich spreche auch mit einem Unternehmen, das schon mehr auf, schon immer und traditionell auf kleine Autos konzentriert ist. Dann suche ich mir ein Zuliefererunternehmen. Dann rede ich mit Umweltverbänden und mache natürlich irgendwie insgesamt, weil es um Klimaschutz geht, mir auch mein Bild mit den Klimaschützern zusammen. So, es ist wirklich ein komplexer Abwägungsprozess, den wir aber hier als Abgeordnete ganz gut steuern können, weil die Leute, die wir einladen, mit uns zu reden, die kommen dann auch. Du hast den Lobbyismus rund um die neuen CO2-Grenzwerte für Autos schon angesprochen. Wie ist da jetzt die Situation und wie beurteilst du es, dass ein enger Vertrauter von Angela Merkel von heute auf morgen sozusagen auf die andere Seite zur Automobilbranche gewechselt ist? Ja, gerade im Moment versuchen Rat und Parlament wieder ins Gespräch zu kommen darüber, wie es denn nun weitergehen soll mit der Regulierung für CO2 und Pkw. Ich finde diesen Gesetzgebungsprozess sehr schwierig. Und ich frage mich, wie die Bundesregierung, wie deutsche Politiker diesen Schaden, den erst Merkel und jetzt der von Kläden da angerichtet haben, was die Glaubwürdigkeit des Vorgehens und der Verhandlungen angeht, wie sie das wieder wettmachen wollen. Dankeschön. So, fertig. Ja.